Hallo und herzlich willkommen, liebe Strategiefreunde, hier zu einer weiteren Folge Let's Play Europa Universalis 4. Roma Invicta hier in Italien, Rom und Österreich, Ungarn, Böhmen. Alles gehört zu uns. Alles gehört zu uns. Ja, nächsten Monat, in 2 Monaten, werden wir hier die Integration abgeschlossen haben. Ne, sogar jetzt schon. Okay, alles klar. Und dann werden wir hier diesen Mali haben. Haben wir jetzt hier irgendwelche Probleme? Nein. Die sind immer noch alle happy mit uns hier. Österreich mag uns natürlich immer noch nicht so mega wegen den ganzen negativen Modifiern, aber das ist nicht so tragisch. Vor allem natürlich auch, weil die jetzt wieder eine ganz schön ordentliche Armee gebaut haben. Aber die relative Stärke berechnet sich ohnehin, glaube ich, nicht an der Armee, sondern an der Grundsteuer. Von daher geht das eigentlich soweit. So, wir wollten unsere Armee neu bauen. So, Frontbreite, Grundfrontbreite ist momentan gerade 15 von der Technologie her. Das ist eine suboptimale Zahl. Bedeutet, wir gehen, denke ich, hier auf 16 Kanonen. Und dann werden wir frontbreitenmäßig, lasst mich überlegen, 14 Infanterie plus 4 Kavallerie würde 18 machen. 12 Infanterie plus 4 Kavallerie sind dann wieder 16. Plus 8 extra Infanterie als Reserve macht dann 20, 4, 16. Ich denke, das ist ein ganz guter Wert. Das Problem ist an den Armeen, die ich oft benutze hier mit dieser Struktur, dass man nicht genug Infanterie hat für Reserve als auf lange Kriegsdauer. Allerdings haben wir ja die administrativen Ideen. Das bedeutet, wir können es uns durchaus leisten, viele Söldner-Infanteristen zu bauen. Und von daher ist das kein so großes Problem. Aachener Trier erobert. Und ist jetzt hier auch in der protestantischen Liga drinne. Mal schauen, wie das Ganze ausgeht. So, dann müssen wir jetzt natürlich noch eine solche Armee bauen. Sind wir schon voll. Wir können die dann auch teilen. Dann müsste die eigentlich auch ganz kampffähig sein. Das sollte eigentlich okay sein, denke ich. So, wir sammeln euch mal in Mailand. So, das heißt, wir bauen erstmal 16 Infanteristen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dann brauchen wir 1, 2, 3. Mehr Geld haben wir nicht. Mehr Geld haben wir leider nicht. Unsere Staatskassen sind vollkommen leer. Holstein hat Hansebund voll annektiert? What? Ah ne, Hansebund hat Holstein voll annektiert. Alles klar, ich habe mich gerade schon gewundert. Okay. Hansebund und Brandenburg sind jetzt neue Rivalen. Und Großbritannien hat sich gegründet. Diplomatisch, ja. Das ist dieses Event, die Erbschaft von Schottland durch Großbritannien, wenn man Großbritannien diplomatisch gründet. Weshalb es durchaus auch sehr gut sein kann, jetzt mittlerweile mit England Schottland zu vasalisieren, weil man dann da keine Diplo-Power oder sonst irgendwas bezahlen muss, sondern im Prinzip höchstens aggressive Expansion, ansonsten nichts, denn man kann dann einfach auf den Button klicken und dann bekommt man sie sofort, so wie bei Spanien. Wenn man Aragorn als Vasallen oder PU hat. Das ist da ziemlich genau dasselbe Event im Prinzip. So, Österreich baut fleißig neue Truppen, das gefällt mir doch. Muskete oder Bogen? Eine Debatte ist am Hof ausgebrochen über die Wichtigkeit von Musketen verglichen mit traditionellen Bogenschützenregimentern. In der Hoffnung, Herzogin Constanza zu beweisen, dass ihre Rolle in der Armee nicht überflüssig ist, hat eine Gruppe von Veteranen-Bogenschützen eine beeindruckende Demonstration abgeliefert. Ihre Anmut, Fertigkeiten und Genauigkeit wurden von vielen Anwesenden bewundert. Ne, minus 15 Armee-Tradition, definitiv nein. Es ist ohnehin schon so schwer, die aufzubauen. Dann machen wir lieber das hier.
Savoyen hat Frankreich den Krieg erklärt, Eroberung. Zusammen mit Großbritannien und Bayern. Interessant. Savoyen will Franche-Comté. Das ist, glaube ich, auch burgundisch. Das heißt auch ihre Kultur. Wenn ich mich nicht irre. Oh, nee. Aber könnte dann für sie zu einer akzeptierten Kultur werden. Militärzugang. Ja, von mir aus. Kannst du haben, wenn du willst. So, okay. Also die beiden hier brauchen wir eigentlich, die brauchen wir hier eigentlich alle nicht mehr zu haben. Die können wir jetzt mal für andere Dinge einsetzen. Der englische Bürgerkrieg ist getriggert. Parlamentarismus. Das heißt, England ist jetzt eine Republik. Ja, mal schauen, wie das Ganze ausgeht. Das wird jetzt sehr interessant werden. England ist jetzt eine administrative Republik. Dennoch jetzt hier noch in diesem Krieg dabei. Mal gucken, mal gucken. So, gegen euch würde ich ja ganz gerne Krieg führen. Ihr seid verbündet mit... Oh, sogar mit Savoyen. Dann sollten wir aber erstmal Ansprüche machen auf Savoyen. Und zwar auf Cuneo. Wow, 7,9%. Spionage-Entdeckungsgesetz. Ist aber eklig. Eklig ist das. Hm. Okay, wir wollen auf jeden Fall einen Anspruch auf Valencia. So viel ist schon mal sicher. So. Dann wollen wir Ansprüche auf Tunesien neue fingieren. Zack. Und auf Kabeljai. Guck mal, die könnten wir sogar diplomatisieren, theoretisch. Haben die irgendwelche Kors? Oh, das lohnt sich nicht. Die können wir lieber kriegerisch vasalisieren. So, dann machen wir jetzt mal ein paar Ansprüche hier, damit wir ordentlich loslegen können. Timurinenreich hat Delhi den Krieg erklärt. Timurinenreich scheint recht mächtig zu sein. Man sieht aber hier noch nicht besonders viel. Hier ist ein Provinz Persien. Das Vasalle von Timurinenreich. Oh. Das Osmanische Reich ist in der protestantischen Liga. Das könnte zu Problemen führen. Aber gut, durch uns sind ja auch Österreich, Böhmen und Ungarn dabei, bei unserer Liga. Und daher sollte das eigentlich gehen. Haben wir eigentlich alle Schulden getilgt? Nein, ein Darlehen haben wir noch. Die können wir, das können wir auch abzahlen. Und hier haben wir keine Unruhe. Weil wir hier die Autonomie, hier werden die Autonomie verringert. Einen Moment, wieso? Wieso ist der Modifier nicht da? Plus 10 Unruhe. Ja? Ah, jetzt. Alles klar. Wir sind dann noch bei minus 4, von daher easy. So, wir müssen jetzt neue Einheiten bauen. Kavallerie. Und wie viel? 14. 1, 2, 3, 4. Dafür haben wir niemals genug Geld, aber egal. Ja, das reicht nicht. Da brauchen wir noch ein paar Monate mehr Geld. In Valencia wurden wir leider entdeckt. Bei den anderen beiden allerdings noch nicht. So, zu viele diplomatische Beziehungen. Ja, klar, das ist mir bewusst. In Tunesien wurden wir auch entdeckt. Mensch, Mensch, Mensch. Wir haben hier leider keinen Spionageoffense-Typ. Das wäre ganz nützlich jetzt, weil wir jetzt sehr viele Ansprüche machen wollen. Ich habe mir schon überlegt, ob ich eventuell jetzt Einflussideen nehme als nächstes. Einmal, weil man da sehr gut Ansprüche machen kann. Und zum Zweiten, weil das natürlich jetzt mit unserer ganzen Personalunion und so weiter ganz hilfreich sein könnte. Frankreich ist nicht länger ein gültiger Rivale für mich. Okay, dann nehmen wir halt Russland jetzt. Auch wenn die viel zu weit von uns weg sind eigentlich. So, ja, Frankreich verliert gegen Savoyen. Vermutlich, weil Großbritannien dabei ist. Hm. Oder weil sie da nicht hinkommen. Kann auch sein. Okay, drei fehlen noch. Die bauen wir dann noch schnell und dann sollte das soweit eigentlich alles gehen. So, wir sollten mal in Rom mal ein bisschen höhere Festungslevel bauen.
Und wir können neue Ansprüche noch fingieren. Auf Algerien. So, wo wollen wir noch Ansprüche? Nochmal auf das Osmanische Reich. Kypris, ja, das will ich auf jeden Fall. Sogar noch orthodox. So, warte mal, hat Byzanz dann Chor? Nee, das ist schon ausgelaufen, okay. Schade. So, dann wollen wir noch irgendwo Ansprüche? Nö, eigentlich nicht. Aber warte mal, du hast auch einen neuen Krieg gegen Frankreich? Ah, nee, du bist zusammen mit Savoyen da in dem Krieg, alles klar. So, alle würden dich verteidigen. Bar, Lüttich, Savoyen und Aragorn. Ja, ich würde sagen, da kommt Portugal und Burgund. Wie viel würde das denn? Das würde 60 Kriegspunkte kosten. Okay, das ist kein Problem. Ja, ich würde sagen, dann machen wir dennoch einen Anspruch zumindest hier auf Savoyen. Auch wenn wir da entdeckt werden, ist mir dann egal. Einfach damit wir dann, wenn wir hier gegen Auvergne ihr Krieg führen, dass wir dann zumindest eine Provinz von Savoyen erobern können. So, es scheint so, es würde der englische Thronfolgekrieg hier ordentlich Ärger machen bei den Engländern. Der engländische Bürgerkrieg. Hier oben stehen nochmal 19.000. Was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum sie Savoyen momentan nicht besonders unterstützen. Macht irgendwo Sinn. So, was ist hier los? Oh, Ukraine hat mal wieder gegen Polen gekämpft. Nee. Doch. Polen tritt Permyschel, Lublin, Ingli und Podlasie ab. Das waren wohl alles schon Kernprovinzen von der Ukraine. Huh. Interessant. Polen ist jetzt wieder ziemlich verkrüppelt. Wurden entdeckt. Riga ist in der katholischen Liga. Schweden ist der Anführer hier und Russland ist hier beigetreten. Oje, oje. Weiß nicht, ob es das wert ist, diesen Ligenkrieg zu führen. Denn der wird für uns äußerst anstrengend werden, denn wir werden den gewinnen müssen, weil alle anderen hier sind ziemlich useless. Es wären nur noch 25 Dukaten im Monat jetzt. Unsere Armee ist echt zu teuer. Staat braucht das Geld, ja. Wir haben zu viele Punkte, Mensch, das gibt's doch gar nicht. Ah ja, okay, endlich, okay. Wir können hier die nächste Idee machen und ich denke, für 400 können wir auch das hier machen. Oh, Sonntagsschulen, die sind einfach nur ein Missionarstärke mehr. Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Und dann können wir jetzt eine neue Ideengruppe wählen. Oh je, jetzt, So, Einflussideen wären natürlich äußerst praktisch jetzt. Obwohl, Also Einflussideen sind allgemeine sehr gute Ideengruppe. Das ist schon mal, denke ich, ziemlich offensichtlich. Das hier würde uns nicht viel bringen, denn wir haben Personalunion. Das hier ist immer ziemlich gut. Das hier auch. Kosten für diplomatische Annexion ist vor allem super gut, falls wir tatsächlich gezwungen sein sollten, die zu integrieren. Denn das wird super viele Punkte kosten. Auswirkungen aggressive Expansion minus 20. Zusammen mit unseren Ideen minus 30. Also das wäre dann schon ziemlich cool. Ziemlich, ziemlich gut. Diplomatisches Geschick ist immer gut. Auch vor allem für verschnellerte Integration. Das ist schon echt gut. Das Problem ist nur, wir haben dafür momentan echt keine Punkte. Wir müssen eigentlich eine militärische Idee wählen, weil das ist das Einzige, wo wir momentan wirklich Punkte im Überfluss haben. Und vor allem, weil unser nächster Herrscher da auch ziemlich gut ist. Die Frage ist jetzt, was nehmen wir da? Wir könnten Defensivideen nehmen. Für mehr Moral. Wir könnten auch Quantitätsideen nehmen, da hätten wir dann echt richtig fett Manpower. Aber eigentlich haben wir schon viel Manpower, ne? Wir haben schon 111.000. Eigentlich haben wir genug Manpower und wir haben auch genug Geld, um ständig neue Infrastruktur zu bauen. Bedeutet, wir können auch noch mehr unterhalten im Prinzip. Offensivideen wären natürlich auch machbar. Seemachtideen will ich auf keinen Fall, die sind super schlecht. Wenn, dann würde ich Seefahrtsideen nehmen. Die haben zumindest hier Flottenmodifikator und so weiter. Und das hier vor allem, Schiffe können in Küstenzonen repariert werden. Die sind auf jeden Fall deutlich besser. Das hier ist total schlecht.
Das ist wirklich schlecht, weil das Problem ist halt an Flotten. Im Prinzip gewinnt der, der mehr Schiffe hat. Moral oder so ist da recht unwichtig. Das ist halt derjenige, der mehr Großschiffe hat, gewinnt halt. Im Normalfall. Da brauchst du schon extrem viele Modifikatoren, damit da ein großer Unterschied ist. Und selbst wenn der Gegner bessere Modifikatoren hat, dann baust du einfach ein paar mehr Schiffe und dann machst du den kaputt. Also das ist jetzt nicht so schwierig. Ja, defensive Ideen sind, denke ich, mittlerweile auch ganz gut wegen diesem Modifikator hier. Plus 1 jährliche Armeetradition. Das ist natürlich richtig gut. Und auch hier der Manöver ist auch deutlich besser als früher. Muss man schon sagen. Offensivideen. Nahkampf ist natürlich gut. Also offensive Ideen ist halt ziemlich gut für gute Generäle und für Disziplin, aber weiß nicht, ob sich das wirklich lohnt. Plus 1 Feuer und 1 Schock Offensivideen zu nehmen. Die Sache ist halt, wir haben ja schon, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Oh, warte mal, wollten wir hier nicht. Das hier wollte ich aktivieren. Ja. Ah, dafür brauchen wir religiöse Ideen voll, okay. Okay, ich wollte es nämlich gerade sagen, haben wir nicht schon viel Disziplin? Weil dann würde es sich eventuell lohnen, mehr Disziplin zu stacken, anstatt hier die Moral. Aber 15% Moral ist einfach viel besser als 5% Disziplin. Auch wenn das Disziplin ist. Disziplin ist natürlich vom Grundwert her besser. Aber 15% Moral bedeutet im Prinzip, dass deine Truppen die Disziplin, die ich schon habe, länger benutzen können, weil man mehr Moral hat. Das bedeutet, im Prinzip müsste das eigentlich besser sein. Aber das Problem ist halt auch, wie. Ich kann mich da immer nie entscheiden, ey. Das ist immer so doof. Problem ist halt, das Einzige, was hier halt uns wirklich was bringt, ist das, die drei, also das ist natürlich das Wichtigste in der ganzen Ideengruppe. So, das ist ganz nice, das ist auch ganz nice, das ist, ja, und der Rest ist halt ziemlich useless, muss man sagen. Also das ist noch ganz brauchbar, das, ja, obwohl, ich weiß nicht. Verstärkungsgeschwindigkeit kann schon ganz wichtig sein. Truppenverschleiß auch. Wisst ihr was? Wir nehmen jetzt definitiv Ideen. So, zack. Fertig. Aus. Ich nehme jetzt einfach so. Ich nehme jetzt einfach defensive Ideen. Fertig. Wenn das jetzt falsch war, dann ist das halt so. Das werde ich dann auch überleben. Wir sind ohnehin schon so mächtig, dass das kein großes Problem mehr darstellen. Theologe. Kirchensteuern könnten wir machen. Das will ich auf keinen Fall. Das auch nicht. Guck mal, wir haben minus 14 Grundteil. Minus 11 ohne den Berater. What the fuck? Okay, wir haben auch plus 3 Stabilität. Und wir haben Reichsintegrität. Wie lange ist denn überhaupt noch Reichsintegrität? Oh je, wir sind nur noch auf 30 runter. Ja, nicht mehr lange haben wir die Reichsintegrität. Leider, leider. Das ist sehr schade. Ja, jetzt, keine Ahnung. 6 Minuten der Folge nur darüber nachgedacht, was für verfluchte Ideen ich nehmen soll. Albrecht der Reles der Vierte von Hohenzollern ist auf dem brandenburgischen Thron und die sind im Krieg mit Polen. Brandenburgische Eroberung von Kalisch. Alles klar. Wir haben einen neuen Kriegsgrund gegen das Osmanische Kaiserreich. Oh, machen wir noch einen Anspruch auf Mentese. Oder Mentese, wie auch immer. So, dann haben wir noch einen Anspruch auf Cuneo gemacht. Da brauchen wir keinen. So, dann können wir jetzt eigentlich keinen mehr machen. Dann verbessern wir mal die Beziehungen hier mit euch. So, wie sieht das jetzt eigentlich aus? Mit unseren Beziehungen. So, Böhmen, Österreich, Serbien, also die mögen uns hier alle. Und im Prinzip alle Großmächte außer Kastilien hassen uns. So im Großen und Ganzen. Das ist durchaus nicht unbedingt optimal. Wie sieht es momentan aus mit Unabhängigkeit? Gar nichts am Start. Byzanz ist hier erstaunlich hoch. Relative Stärke aller Vasallen. Ah ja, stimmt, bei Vasallen. Ja, bei Vasallen wird das zusammengerechnet. Deswegen ist das hier auch so hoch, obwohl die ja eigentlich echt schwach sind alle. So, da haben wir plus 200, da haben wir 175. Die haben halt die falsche Religion.
Ja, Österreich ist eigentlich das einzige Problem. Meine Vasallen werden eh nicht revoltieren und wenn sie es machen, kriegen sie auf die Fresse. Also von daher alles easy, was das angeht. Ungarn ist fertig verwestlicht. Das ging schnell. Das war eine, vielleicht gerade mal 5 Jahre. Müsste Serbien ja auch bald schon fertig sein. Das ist natürlich auch praktisch für uns, wenn unsere Vasallen hier besser sind. Die Mayas bekämpfen sich hier gegenseitig wegen der Vorherrschaft. Savoyen hat Paris belagert. Frankreich ist echt so am Sack nach den 2 Kriegen, die wir gegen sie geführt haben. Das ist echt krass. Das Problem ist, dass Frankreich jetzt momentan auf dem momentanen Patch echt nur noch Feinde hat. Und dadurch echt ziemlich oft ganz schön auf den Sack bekommt. Das muss man schon sagen. Natürlich liegt das jetzt daran, dass ich hier bin. Wenn ich nicht hier gewesen wäre, wäre Frankreich wahrscheinlich deutlich stärker. Aber man sieht, wenn das burgundische Erbe am Anfang nicht triggert, dann kann es durchaus sein, dass Frankreich ziemlich schwach wird. So wie halt eben in diesem Spiel hier. So sind wir hier auf 85 jetzt runter. Ah, Wettbewerb um die Weltherrschaft. Wie kann ein Untertan Wettbewerb um die Weltherrschaft haben, Jungs? Das ist doch doof. Das ist doof. So, Krieg gegen Auvergne und alle seine Anhängsel. Und den werden wir dann beim nächsten Mal führen. Das sollte aber kein Problem sein. Das sind wirklich nur kleine Nationen. Das werden wir einfach von unseren Vasallen erledigen lassen. Da müssen wir nichts dafür tun. Ja, dann danke ich euch wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen, obwohl wir nicht besonders viel gemacht haben. Außer Truppen neu zu bauen. Und Beziehungen zu verbessern und Ansprüche und so weiter. Aber wir haben nichts Relevantes gemacht, sagen wir mal so. Und dann hoffe ich, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, euer Werdet.